Willkommen zu Let's Play Raft. Ja, zwei Wochen ist es her. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Und ja, wir sind hier wieder an einer neuen Insel. Wir machen wieder das, was wir sonst machen. Harte Arbeit. Ohne Merkel. Hier ist ansonsten nichts. Die Blumen, die... Um die kümmern wir uns irgendwann mal später. Worum wir uns kümmern müssen, ist eine Steinaxt. Zack. Weiß auch gar nicht, wo ich beim letzten Mal an welchem und ankam, beziehungsweise was wir da gemacht haben für das dort weitermachen. Da hinten ist Harald, dementsprechend gib mir mal das ganze Schrott hier. Harald scheint mich hier zu tolerieren, das finde ich voll gut. Harald, zwei Wochen waren eine lange Zeit, aber du hast es langsam auch begriffen. Finde ich sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass ich durstig bin. Ja, das war Harald. Wie nenne ich die Möwe? Schreibt mir in die Kommentare einen Namen für die Möwe. Bis dahin nenne ich sie... Wie nenne ich jetzt nun wirklich die Möwe? Das ist ein wichtiges Thema. Ja, geil. Hallo. Yeah. Wie nenne ich die Möwe? Harald der Hai, Möwe. Fridolin? Nee, irgendwas anderes. Wie nenne ich die Möwe? Ich kann es bis heute noch nicht sagen. Wie nenne ich die Möwe? Frederik, Fridolin. Ich denke mal, in die Richtung wird es gehen. Bevor ich da jetzt weitermache, möchte ich mich gerne ein wenig boosten. Oh, Ananas. Ananas ist die Schwester von Anna Trocken. Tschüss. Mangosamen, Wassermelonsamen. Mango? Mango ist, glaube ich, auch ein Baum. Ich brauche bald einen besseren Reiniger. Zack.
so das Haifleisch, Kartoffelessig, das Haifleisch, Essig. Ich würde gerne noch. Bisschen was trinken. Dann mache ich mir noch einen Plastikhaken. Nein. Harald, nein. Er hat mich schon wieder so doof angeschaut. Das will ich nicht. Harald, guck nochmal. Metallerz. Sand. Sand ist okay. Merke, ein wenig können wir von ihm angegriffen werden. Das sind Steine. Yep, das sind Steine. Es wird auch wieder unruhig, die See. Das alles mal rein. Da die Federn. Deine packen wir mal übereinander. Ich habe mein System schon ganz vergessen. Das ist halt viel zu lange her. Das ist doof. Oh, das hat mich jetzt gerade erschreckt. Raue See. Und dann noch Harald, der nicht gönnt. Ist auf der Seite was? Auch. Ich brauche Sand und Ton. Tauch, mein Junge. Das sind Steine, ne? Ja. Was ich vergessen habe, am Anfang der Dings schon zu sagen. Es gibt wieder eine Milch. Diesmal ist es ein Milchdrink. Wer hätte es gedacht? Nein, da steht Schokolade. Und irgendwer ist auf meinen Discord-Server gejoint und ist wieder weg. Wenn ihr den Link für den Discord-Server haben wollt, habt ihr Pech gehabt. Weil ich zu faul sein werde, den zu verlinken. Da müsst ihr auf ein anderes Video von mir gehen. Ich bin sowieso nicht so aktiv auf Discord dementsprechend. Wir werden mal eine Sache machen. Für den Haiköder braucht man nämlich Fische. Dementsprechend werde ich jetzt ein wenig fischen. Fiching. Das da ist doch Sand, oder? Das könnte Sand sein. Für den nassen Ziegel brauche ich Sand. Ja, kommt, wisst ihr was? Harald war gerade nicht da. Mochte der den Sturm nicht? Da ist Sand.
Da ist er. Ha! Das war kein Sand. Was war das? Ich habe wieder irgendwas eingesammelt. Hab dich gehört. Einmal kann ich noch. So, dann einmal eine rohe Kartoffel hier drauflegen. Das. Ah, da fehlt noch Wasser. Die hier kann noch nicht geerntet werden. Schon ein Stein hier drauf liegt. Platte, eine Feder würde fehlen. Bolzen, Kupferbarren, Riesenmuschel, Glas, Schmutz. Sieht schmutzig aus. Also, für mich ist das sehr frustrierend, weil. Das könnt ihr nicht wissen, aber solche Intelligenzbestien gibt es bei mir auf der Arbeit genug. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen abgefuckt. Warum ist hier keine Wassermelonsamen drauf? Dich mag keiner, du hast es immer noch nicht geschnallt. Ich war zu früh. Also ich glaube, wir brauchen ja hauptsächlich für die Barren noch zwei Sand. Ton werde ich ja woanders finden. Die Insel ist ausgebeutet. Wir fahren meiner Meinung nach jetzt mal weiter. So. So, wir fahren in die Richtung. Dementsprechend wird sich bald auch wieder neues Zeug sammeln. Wieso funktioniert das nicht? Ich habe keine Planken. Planke platzieren. So, die wachsen. Es wird wieder hell. Meine Augen kriegen keinen Krebs mehr. Muss noch bitte so anordnen. So, Planke platzieren da dann auch. Hier ist kein Wasser drin. Hier ist kein Wasser drin. Das kann ich immer noch nicht dingsen. So, wir brauchen weiter Sand und Ton für den Schmelzofen. Den müssen wir dann auch dauerhaft betreiben. Und ja, das ist aktuell unser Plan. Mein Plan. Ihr. Seid wie immer nicht dabei. Also ihr seid nur am Bildschirm, aber ich sage wir, um die Interaktion mit Zuschauern zu steigern, damit ihr euch besser fühlt und länger dran bleibt. Haha. Ich bin dem psychologischen Bullshit auch. Ja, ich bin dem auch verfallen. Es tut mir leid. Ich werde mich in Zukunft bemühen, nicht so ein großer Huso zu sein. Aber ja.
Boah, das bringt voll viel. Ansonsten, den gibt es schon, habe ich schon einen stationären Anker erforscht. Sieht nicht so aus. Lass es. Harald, du musst nicht immer so sein. Spüre den Saiyajin in ihm und erwache zu etwas Besserem. Du bist zu etwas Besserem bestimmt, Harald. Glaub an dich. Das tun wir zwar alle gerade nicht, aber kannst dafür sorgen, dass wir es tun. So, Frederik. Oh, es sind zwei Frederiks. Zwei Frederiks. Das war euer Vorfahre. Damit wir uns alle verstanden haben. So. Dann expandieren wir weiter. Oder auch nicht. Nein. Garr. Garr. Du kannst gefällt werden. Das da. Planke, Palmblatt und Palmsamen gleich dazu. Hui, jupp. E. Und ich bugge weg. Biu. Rechte Maustaste. Okay. Ich bekomme überhaupt keine Nahrung dazu. Das heißt, die Kartoffeln bringen nur bedingt was. Land in Sicht. Ich brauche einen Wurfanker. Habe ich noch irgendwo? Nope. Also überhaupt nicht. Braucht frisches Wasser, ich nicht. Ich brauche dich. Ich brauche ein Seil. Ein Palmblatt. Das wird wohl nicht so schwer sein.
Hier sind gerade Leute im Haus, aber ich möchte gerne angeln. Ich bin nur still, weil die Tür offen ist. So, jetzt bin ich wieder alleine. Und ja, das Aufnahmeding ist auch vorbei. Wir habt ihr gesehen, ne? Hi Köder. Können uns dann vielleicht später nochmal einmachen. Damit will ich mir jetzt genügend Sand und Ton ranholen, dass ich ganz gediegen abtauchen kann, ohne Probleme zu haben. Das passt das. Tatsächlich passt das, dass mir gerade Wasser und ein kleines bisschen Nahrung flöten geht. Und kann ich so machen?
Ja. Dann habe ich hier noch zwei Kartoffeln. Eins, zwei. Und mir geht es saugut. So, das übereinander, das übereinander. Die Seebrasse bringt mir gerade nichts. Ich habe einen Schuh geangelt. Erstmal da hinstellen. Das geht noch da rein und dann würde ich sagen, ist das Wetter zwar schlecht, aber habe ich genügend Platz? Mal ein bisschen sortieren. So, so. Lachs. Kann ich mir noch ein Lager machen? Nee, kann ich nicht. So. Noch nie in diesem ganzen Let's Play ging es mir gegen Ende so unglaublich gut. Dementsprechend würde ich sagen, das war es von Let's Play Raft für diese Folge. In der nächsten Folge tauchen wir unter und schnappen uns einiges Zeug, nachdem wir noch ein bisschen den Hai ausspioniert haben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!